Good to see you, love. سنكي صلعي عطيمت عرهبي عرقان ما زرع بس سنكي صلعي عبي معنا جا كين زر كين حارس بخفاءة حدقة هامل لكم خزقن لأن هساون قول حيدا بقى بحد قاس دمياتي برهب ينيوه قلول Die Region Tigray im Norden Äthiopiens. Bomba ist eines der Dörfer, die von der Hungersnot betroffen sind. Hier hat niemand genug zu essen. Manche verhungern. Erst kam der Krieg und dann der Hunger. Vor einem Jahr brannten die Hügel von Bomba. Tigray kämpft gegen das eigene Land, Äthiopien. Aufgrund politischer Rivalitäten erklärte der neue Ministerpräsident Abiy Ahmed die Region zum Feind, den es zu bekämpfen gilt. Die Einwohner von Tigray wurden von der Außenwelt abgeschnitten und kämpfen allein gegen den Rest Äthiopiens und das Nachbarland Eritrea. Heute leiden sie an den dramatischen Folgen dieser Belagerung. Aufgrund der Kämpfe konnten die Bauern nicht aussäen. Deshalb gibt es keine Ernte dieses Jahr und kaum etwas auf dem Markt zu kaufen. Vor Ort gibt es für die Hungernden keine Hilfe. Nur Einrichtungen in Provinzhauptstädten wie Abiy Adi, 100 Kilometer von Bomba entfernt, können sie noch versorgen. Doch deren Mittel sind begrenzt. Dr. Tesfay leitet ein Krankenhaus, das keine Medikamente, keinen Strom und praktisch kein Benzin mehr hat. Die internationale Hilfe ist hier nie angekommen. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Everybody knows there is a big problem, but they are just talking about the problem, not about the solution. People are dying every day, every minute. We are crying every time we see mothers crying,
due to death of their kids. Whether they and the other NGOs, they just watch us. That's what is happening here. Seit dem Krieg kommen immer mehr unterernährte Kinder in sein Krankenhaus. This is 1 year and 7 months old. He is severely malnourished. He should have been on therapeutic feeding now, but we are not giving him milk because we don't have milk. He's just getting the oxygen and some medications. He stayed here with this condition for the last 2 weeks. We could not give him. 6 months back, he was treated for the same case, malnutrition. It improved, and we sent him home. The mother couldn't feed him at home, so she came back. Because there is no food at home. You don't have milk? Yeah, we don't have any milk, any plant in it. There is no therapeutic food here. Watching many patients dying of cancer, malnutrition. So we are here just to watch them dying, nothing else. The operation is not done here. We should take him to Makale, either hospital, but there is a difficulty in transporting him. So it's clearly an effect of the war. Before that, he may get the medication, even the nutritional support. All of it will help him. But now, as you can see, we cannot do anything. We are just giving him supportive care only. We cannot give any other further treatment. Eight kilograms. The weight is 8 kilograms, which is not. After 2 days, the hospital will be devoid of any oxygen. So. Even we may stop accepting patients due to this. We asked for fuel, there is no fuel. The car is... Actually, we only have one car, which is left from the looting. Seit Beginn der Belagerung von Tigray kostet eine Tankfüllung 650 Euro. Transporte sind auf einige Kleinbusse und die wenigen humanitären Helfer beschränkt. Überall in den Städten sind nun Flüchtlingslager mit Zehntausenden Menschen, die der Feind von ihrem Grund und Boden vertrieben hat. Manche werden sich nicht mehr erholen, wie diese alte Frau, die der Hunger tötet. Ja,
Da sie keine Hilfe bekommen, begeben sich viele auf einen tagelangen Fußmarsch. Sie ziehen Richtung Mekelle, der Hauptstadt von Tigray, deren Einwohnerzahl durch die vielen Vertriebenen sprunghaft angestiegen ist. Wie viele ihrer Nachbarn aus der Region Bomba ist auch diese Familie vor dem Hunger geflüchtet. Um die Miete für diese Hütte bezahlen zu können, geht die Familie früh zu Bett. Im Morgengrauen müssen sie betteln gehen. Von morgens bis abends streift die Familie aus Bomba durch die Straßen von Mekelle. In Tigrays modernster und reichster Stadt fahren wieder Pferdekarren. Dabei beherrschte die politische Elite aus Tigray 30 Jahre lang ganz Äthiopien. Die neue Regierung beschloss, sie zu isolieren und zu belagern und warf die Region um 50 Jahre zurück. In Mekelle treffen die Reichsten, die der Hunger verschonte, auf die Ärmsten, die der Krieg vertrieb. Sie begegnen sich, ohne miteinander zu sprechen. Der Krieg trifft alle sozialen Schichten. Die Städter haben ein Dach über dem Kopf, aber keinen Lohn mehr. Manche von ihnen hungern. Entbehrungen aber kennen alle. Es gibt keinen Strom und kein Internet. Erfindungsreichtum ist gefragt. What's going on is there is no connection in here. There is a blackout. There is no internet. There is no anything. No cell phones. So we're taking information. We're sharing videos, pictures, screenshots that come across the border, or some people get it from the visas in the NGOs. Because these days people are so desperate for information. So that's what we're doing here. Every night at this time. . 2020 weigerte sich Tigray, im Gegensatz zum restlichen Äthiopien, seine Wahlen zu verschieben. Der wiedergewählte Präsident der Region Tigray wurde sofort in diesen Krieg verwickelt,
wegen seines Widerstands gegen den äthiopischen Premierminister, dessen Vorgehen er anprangert. Human catastrophe is happening in Tigray because of this siege and blockade. It's very clear. There is no transport, you know. There is no communication. There is no power. There is no banking. It's not just blocking. It's not the siege. And the whole thing is blockade. It's in every form. So they hold everything. There is no movement at all. There is no in and out. So they have decided to kill us, to finish us within this box. Das Aida-Krankenhaus in Mekelle ist eines der wenigen in der belagerten Region, die noch Medikamente und Milchpulver vorrätig haben. Die Klinik funktioniert nur, weil die Mediziner und Pfleger unentgeltlich weiterarbeiten. Die Kinderstation ist überlastet. Hier sind 20 unterernährte Säuglinge, darunter die kleine Arsima. Sie ist 2 Monate alt und wiegt nur 1,8 Kilogramm. Schon während der Schwangerschaft litt ihre Mutter Hunger. Im Herzen von Tigray liegt die heilige Stadt Aksum. Hier liegt die Bundeslade mit den 10 Geboten, was sie zu einer der wichtigsten religiösen Stätten Afrikas macht. Doch auch sie bleibt nicht verschont von Krieg, Hunger und Arbeitslosigkeit. Firdi Mokonnen war Fremdenführer und hat sein ganzes Leben in Aksum verbracht. It's a few, not much as it was before. As you know that the people are getting hungry very. And they have come to the church to pray and bring the peace. The people here, where they are gathering, are taking holy waters. As you know that the federal government with the Eritrean troops, as they blockage the humanitarian aid accesses, that the people have nothing to eat. So they are trying at least they are just drinking the holy water to fill their stomachs. Monate lang besetzten die eritreischen Truppen Tigray. Ihre Präsenz im heiligen Aksum sorgte für Spannungen, die vor einem Jahr in ein Drama mündeten.
The mountain over there was a place where the Eritrean troops were camped. And they were targeted to loot the Ark of the Covenant here. So as they were trying to come down, the young people were shouting them, and they start killing. So they start early in the morning killing the youngs till the whole night, door to door in every houses, mostly behind this mountain and in front of here. Even there was shot and dead inside this compound. So about 1,200 young people, elder people, children have been killed. This is what it happened, the massacre in Aksum. They can't kill the whole Tigrayans, but they are at least trying to avoid the culture. Um ihre kleine Arsima zu schützen, lässt die Mutter das Kind zusammen mit den anderen Babys aus dem Viertel taufen. Die internationale Gemeinschaft schweigt, der Frieden lässt auf sich warten. Und so wenden sich die Menschen in Tigray an Gott. Für Arsimas Familie und viele andere ist es bereits zu spät. Thank you.